Zu uns kommen Kinder aus dem Stadtteil, aber aus der näheren Umgebung. Und wir sind täglich für die da. Es geht um Beziehungsarbeit, es geht darum, was gemeinsam zu machen, um soziales Lernen. Es geht darum, eigene Stärken zu entdecken, miteinander auszukommen, Konflikte miteinander auszuhandeln. Wir machen seit einigen Jahren ganz viel im Bereich Sport. Wir haben einen Pumptrack, also einen Fahrradparcours draußen, eine Calisthenics-Anlage, Boxen und Thai-Boxen. Ein Yoga-Angebot gibt es seit einiger Zeit. Und dann ist es naheliegend gewesen, auch mal wieder was mit Tanz zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, erste Gruppe dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle zusammen. 1, 2, 3. Ich arbeite vor allen Dingen als Tanzpädagogin mit sozialen Projekten und eben schon seit vielen, vielen Jahren auch mit der Neptun Tanzkompanie, wo wir jetzt seit diesem Jahr das erste Mal eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendzentrum zusammen haben und das erste Mal ein großes Tanzprojekt zusammen auf die Beine gestellt haben. Gerade als ich Momo dann nochmal gelesen habe, habe ich gesehen, wie viel wir aus dieser Geschichte heute schon durchleben, wie viel Zeitfresser wir schon haben, wie viel wir von der Technik beeinflusst sind, was so unsere grauen Herren sind, die unsere Zeit wegnehmen. Und das waren Themen, die fand ich, die einfach so gut in unsere heutige Zeit passen und die auch trotzdem so kindgerecht ist. Das ist also eine Geschichte, die eben aus der Kindersicht erzählt wird und nicht aus der Erwachsenensicht. Also ich tanze schon ziemlich lange mit, weil es mir ziemlich viel Spaß macht. Die Trainerin ist auch sehr nett und ich finde Tanzen halt cool. Also die Stimmung hier ist super. Also man lernt natürlich etwas, aber alles auf eine sehr lockere Art und es macht tierisch Spaß, hier mit den Leuten zu arbeiten. Mein Lieblingstanz ist Painting Grace, der Tanz kurz vor dem Schluss. Der Tanz ist ein bisschen schneller und wir haben auch ein cooles Kostüm, wir haben so Leuchttanzschuhe. Ich finde die Geschichte schön.